Und hier siehst du, ob eine Person sich geändert hat oder nicht. Allah Azza wa Jal beschreibt die Heuchler. Er sagt, mudabdabina beina dhalik, la ilaha ula, wa la ilaha ula. Sie sind zwischen zwei Seiten. Sie gehören nicht richtig zu den Gläubigen, aber sie gehören auch nicht richtig zu den Kuffar. Obwohl die Heuchler sind Kuffar. Aber nach außen geben sie sich als Gläubige. Und sie sind mit den Gläubigen, aber sie sind keine Gläubige. Und diese Eier bedeutet was für uns? Wir leben auch zwischen diesen zwei Seiten. Du siehst jemand, er betet, aber danach geht er immer zu seiner Freundin. Du siehst jemand, der schaut sich regelmäßig die versauten Filme an, aber am Montag und Donnerstag fastet er. Du siehst jemand, dass er lügt und betrügt und Haramsachen isst, konsumiert, aber er spendet viel. Und du siehst jemand, dass er in die Disco und in die Shisha-Bar geht und manchmal kifft er einen längeren Joint als sein Siwak, aber immer wenn er schlafen geht, hört er Koran. Du siehst sie nur am Lästern und Fitna machen, aber sie trägt einen Niqab. Oh, subhanallah, wer sagt mir, warum ist dieser Weg so gefährlich? Dass wir so extrem die Jahiliya mit dem Islam vermischen. Warum ist das so gefährlich? Bitte schön. Barakallahu. Wir wissen nicht, in welchem Moment der Todesengel zu uns kommt. Denn wir haben Engel der Barmherzigkeit und Engel der Strafe. Ich sage dir nicht, dass wir sündenfrei sind. Aber es ist ein Unterschied, ob du eine oder zwei oder drei Sünden am Tag machst und 1000 gute Taten. Und es ist ein Unterschied, ob du 1000 Sünden machst und 1, 2, 3 gute Taten. Unterschied? Unterschied. Wo ist es wahrscheinlicher? Weil wenn du so viele Sünden am Tag machst, das heißt, du bist hauptsächlich mit was beschäftigt? Mit der Sünde. Die Sünde muss ja auch manchmal vorbereitet werden. Es müssen ein paar Sachen dafür geklärt werden. Das heißt, es besteht hier die Gefahr, dass der Todesengel in diesem Zeitpunkt zu dir kommt.